Schön, dass ihr da seid hier beim Nightpower Hunter. Mein Name ist Chris. Ich lage hier im Revier in Brandenburg, unweit von Berlin. Und heute ist es scheiße heiß. Aber gleich wird es noch heißer, denn ich habe mit meinem Wärmebild-Handgerät auf der anderen Seite vom Feld, vom Hochsitz hier aus, Sauen ausgemacht. Und ja, dieses Lahoo-Handgerät sozusagen macht ohne Kompromisse locker mal einen Kilometer Signale. Das bedeutet sozusagen, ich kann hier in der Nacht wirklich gut die Signale auch unterscheiden. Und drüben haben sich wirklich, ich nehme mal an, so um die 7-8 Sauen an der Waldkante gemütlich gemacht und ziehen da in Ruhe den Weg entlang. Ich muss mir jetzt sputen, pack die ganzen Rödel gleich wieder ins Auto, lass es auch gleich hier stehen, werde den Weg hier kurz runter, dann nochmal rechts gucken, dass die nicht ins Korn verschwinden und hoffen, dass ihr mich dabei begleiten könnt, wie wir die Sauen angehen, und drückt mir die Daumen, vielleicht kriegen wir sogar eins auf die Seite gelegt, ja. Ich freue mich, bis dann, euer Chris. Ah, das hat recht gut geklappt mit dem Angehen, sprich, ich bin ohne Probleme an die Sauen rangekommen und wie vom Hochsitz aus gesehen, machen sie es sich wirklich bequem hier so 5 Meter im Wald hinein. Sie sind am Waldrand. Ich bin erst auf dem Weg zwischen Kornfeld und diesem Wald. Und habe jetzt hier einen Abstand von, ich würde mal sagen, ja, 50, 60 Meter. Und das ist jetzt nicht ganz auszumachen, wie viele Sauen es sind. Ich habe jetzt hier so 5, 6 vom Weiten zählen können. Aber genaues wird sich zeigen, denn die Bäume verdecken doch eine ganze Menge. Bin jetzt wieder näher rangepirscht. Die bewegen sich von mir fort. Und immer wenn ich wieder ansetze und durch das Wärmebild vor das Gerät schaue, stehen sie an einer Stelle. Jetzt ist hier nur eine Sau, ein Signal vor mir zu sehen, was auch zu mir rüberäugt. Sprich, ich bewege mich wieder mal gar nicht und schaue eigentlich nur, wo die anderen sind und habe überhaupt keine Ahnung. Ich blicke einfach mal rüber und stopp, auf dem Weg, hier, der Bache, Keiler, boah, was war das? Kann mir einer sagen, was das für war? Ich habe keine Ahnung, ist das ein Keiler? Ich mache mich mal fertig jetzt hier, gehe in Anschlag, schau mal. Boah, eine einzelne Sau, wenn das ein Keiler war. Puh, schwierig zu entscheiden. Eine einzelne Sau, Keiler, Bache, vielleicht stellt sich hier mal quer. Ah, Mist, die läuft vor mir weg. Und ich kann mich nicht bewegen. Ah. Oh, Leute, ist das schwer zu erkennen. Von der Statur her würde ich sagen, es ist eher ein weibliches Stück. Den Pinsel nachzuurteilen, wenn es denn einer ist überhaupt. Oh. Passt proportional überhaupt nicht zur Statue eines Keilers. Puh, wie soll man entscheiden? Ja, im Notfall einfach Finger gerade lassen. Und ich schaue mal einfach in die Röhre. Ich schaue mal, wo die anderen Sauen sind. Die haben sich wieder versammelt. Ich zähle hier 1, 2, 3, 4. 4 große, 5 große Stücken. Und die eine, die noch auf dem Weg steht. Also haben wir hier 6 Sauen vor. Und ich werde mal schauen, ob sich eine Möglichkeit ergibt. Hier einen Überläufer. Moment mal, das ist ein kleines Signal da. Hm. Da, ja natürlich. Da ist der Frischling. Ah, hier ist die Sau, die schuppert sich an dem Baum, macht Körperpflege.
Alles klar. Ich glaube, das halt erklärt sich die Sache. Die Bache hat nur ein Frischling noch an der Seite und der wird den einen Strich so stark gezogen haben, dass der aussieht wie ein Pinsel. Ja, so muss es sein. Weil ich sehe jetzt hier nur die größeren Stücken. Ein Frischling, vielleicht täusche ich mich, aber das könnte die Erklärung sein. Ja, ich glaube, genau so war es. Das ist die Erklärung. Ja, ich denke mal, das wird die Erklärung sein. Der Frische, der schon recht groß ist, wird natürlich diese Milchleiste extremst angesaugt haben und dadurch eben so stark vergrößert, dass man denken kann, es handelt sich hierbei um Keiler. Immer wieder Glück, dass man erstmal schauen kann, gerade mit diesen Wärmebildfortsetzgeräten. Boah, bin ich froh, dass ich diese Wärmebildtechnik habe und nochmal schauen konnte, ob sich jetzt um einen Keiler oder eine Bache handelt und die ganzen Zusammenhänge nochmal zusammenführen. Da zeigt sich wieder mal, dass mit ein bisschen Geduld und Ausdauer und der nötigen Sicht sich doch einiges erklärt und ja, wie man sieht, wäre das ein wirklicher Fehlabschuss, denn ganz klar, es handelt sich hierbei um die Bache zum Frischling. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich hinterherkomme. Sie machen sich davon auf dem Weg, jetzt leider viel schneller als erwartet und viel schneller als vorher. Ich sehe mal zu, dass ich hinterherkomme. Glück gehabt nochmal. Die haben jetzt verhofft und ich konnte wieder aufholen. Und habe mich jetzt langsam an die Rotte rangemacht. Sprich, ich bin jetzt auf ca. 30 Meter an die Stücken ran. Hier seht ihr den doch recht großen Frischling und die Bache war daneben. Das hier ist ein Überläufer. Und den habe ich mir jetzt ein Stück weit schon rausgepickt. Den habe ich die ganze Zeit schon mit meinem Handgerät schon im Auge gehabt. Und jetzt hoffe ich nur, dass er mich nicht spitz kriegt. Bache sein, die Überläuferbache. Da ist der Frische zu der Bache, wo ich dachte, es ist ein Keiler. Hier sieht man nochmal ganz deutlich rechts sozusagen den starken Strich der Bache, das Gesäuge. Und jetzt der Überläufer, der steht wirklich gut. Die Rotte ist weg und der Überläufer liegt. Wunderbar. Puh, mal gucken, ob alles so ist wie gesehen, was sich so verhält, ob es eine Überläuferbache ist. Und ja, genau wie ich dachte. Kleine Überläuferbache mit einem Blattschuss liegt sie vor mir. Top.
Ich ziehe sie gleich noch mit vor an den Weg, damit ich die gute Arbeit verrichten kann, sie aufbreche und dann in der Kühlzelle versorge. Hier seht ihr sie nochmal, die Überläuferbache. Das richtige Stück geschont und dennoch mit Beute nach Hause gegangen. Besser kann es nicht laufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Viel Weitmanns Heil. Bis dann, euer Chris. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, kommentiert es und falls ihr kein weiteres verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Danke, euer Chris.